Herr Steiger, Thema des heutigen Abends ist E-Mobilität im Tourismus, Fluch oder Segen. Für Sie stellt sich diese Frage vermutlich nicht. Wie beurteilen Sie den Stellenwert der E-Mobilität im Tourismus? Egal ob im Tourismus oder in anderen Zweigen, Gewerbetreibende, die E-Mobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Wie sehen Sie das? Wie hoch ist die Relevanz von E-Mobilität im Tourismus heute und morgen? Extrem hoch. Es laufen ja viele Projekte, ja, europaweit, nicht nur in Österreich. Da kann man jetzt nach Deutschland gehen oder in die Schweiz oder nach Frankreich, Italien, Südtirol. Alle sind an dem Thema dran und Gott sei Dank bewegt sich jetzt auch was in dem Bereich. Ja. Der Urlaub jetzt als Setup oder die Urlaubsregion wie Zell am Seckerbrunn eignet sich aus Ihrer Sicht gut, um E-Mobilität zu implementieren. Eine Veranstaltung wie die Ionica, kann die für Sie zur Bewusstseinsbildung dahingehend beitragen? Ja, mit Sicherheit. Aber da auch nur in der Richtung, wenn man parallel zu einem schönen Vortragsprogramm eben auch die Möglichkeit bietet, diese Fahrzeuge zu erproben, kennenzulernen, auszuprobieren. Das ist immer das A und O. Und es spricht sich dann rum. Die Leute gehen dann auch in ihre soziale Umgebung und sagen, Mensch, jetzt habe ich sowas mal erlebt. Das ist eigentlich ganz toll. Und dann sind viele dieser Vorurteile, die man immer wieder reflexartig hört, wo die Leute so mental einfach irgendwo in die Hürde aufbauen, sind dann sehr schnell weg, wenn sie es mal selber erlebt haben. Wir haben das bei den E-Bikes ja erlebt. Vom absoluten Nischen- und Rentnervehikel bis zum Boomfahrzeug haben wir jetzt in kürzester Zeit eine richtige Aufwärtsentwicklung erlebt. Und das auch durch Angebote im Tourismus. Okay. Bevor es losgeht, Initiator von dem Ganzen ist die Ionica. Die Ionica, die Elektromobilitätsmesse, die heuer das erste Mal stattgefunden hat und sich schon wieder auf die nächste Veranstaltung vorbereitet. Dann darf ich den Sebastian Fitztum recht herzlich begrüßen. Sebastian, komm zu mir kurz aufs Podium. Da wird mir mal die Ionica etwas beleuchten und durchleuchten können. Sitzen kostet genauso viel wie stehen. Ja, lieber Sebastian, das Mikrofon darfst du da nehmen. Danke dir. Die Ionica ist eigentlich eine Idee gewesen, die schon viel länger her ist, aber heuer im Sommer war die Zeit reif dazu. Ursprünglich, warum, sage ich mal, um jetzt beim Fluch zu bleiben, hat es nicht von Anfang an funktioniert? War die Zeit noch nicht reif? Und was war der Grund, sie jetzt im Sommer zu machen? Naja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend und danke für das zahlreiche Erscheinen. Naja, grundsätzlich ist es so, wir haben gemeinsam die Idee, eigentlich der Alexander Höller und ich, die Konzeption von der Ionica ist schon 2010 passiert, eigentlich im Grunde genommen genau gleich, wie sie jetzt dasteht. Und damals war es wirklich so, es war einfach, wir waren da der Zeit ein bisschen voraus, wir haben wenig Möglichkeiten gefunden, da offene Ohren zu finden für das ganze Thema. 2015 haben wir dann gesagt, okay, wir greifen das nochmal an, weil natürlich jetzt das Thema super präsent ist, wird von Tag zu Tag, will ich fast sagen, mehr. Und ich glaube, wir waren da wirklich am Puls der Zeit und auch nicht zu spät. Es ist ideal gewählt. Wir haben im Juni eine tolle Veranstaltung abliefern können und ich glaube, dass die Zukunft da sicher noch einiges bringen wird. Die erste Veranstaltung, unter Anführungszeichen, war jetzt ein Blindflug. Wie wird sich das Ganze gestalten und das Resümee nach der ersten Veranstaltung? Ja, die erste Veranstaltung war tatsächlich ein Blindflug. Um ehrlich zu sein, haben wir am Dienstag vor der Veranstaltung noch nicht gewusst, wie das Ganze aussehen wird, weil wir doch auf sehr vielen verschiedenen Locations spielen und das ganze Branding, alles was da dazugehört, ist eine doch sehr große Veranstaltung. Ist sehr, sehr schwierig, sowas im ersten Jahr aus dem Hut zu zaubern. Ich muss sagen, wir haben tatsächlich 100% positives Feedback von allen Ausstellern, von allen Partnern, von allen Teilnehmern, Kongressteilnehmern, auch von den Speakern. Also wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir eine sehr tolle Veranstaltung da über die Bühne gebracht haben. Die Latte haben wir uns natürlich selber damit sehr hochgelegt. Es ist ganz wichtig, jetzt da auch am Thema dran zu bleiben. Wir haben bis zur nächsten Ionica jetzt noch circa ein halbes Jahr Zeit. Wir sind natürlich schon mitten in der Organisation. Unser Organisationsteam sind ja insgesamt 12 Leute. Das heißt, es geht da quasi rund um die Uhr, um das Thema. Aber das Thema ist so super spannend. Ich habe mit unserem neuen Pressemann zum Beispiel vor ein paar Tagen gesprochen. Es ist einfach schön, an dem Thema zu arbeiten, weil wenn man draußen ist, am Kunden, am Sponsor, was auch immer, und es ist immer ein positives Feedback da, also es gibt kaum ein negatives Gespräch und das macht es einfach schön. Und da
sensibilisiert man natürlich die Leute draußen auch sehr stark, aber auch nach innen. Unsere Mitarbeiter sind da alle sehr, sehr engagiert und laufen da quasi um die Wette, um da wirklich 2019 dann auch wieder was Schönes abliefern zu können. Ja, 2019 steht ja schon vor der Tür und es hat sich doch etwas geändert bei der Ionica. Es war eine Veranstaltung, es bleibt auch eine Veranstaltung, aber es ist doch jetzt getrennt zwischen dem Kongress und dann den Action-Bewerben, wenn ich so sagen darf. Naja, wir haben 2018 gesehen, dass natürlich der Interessierte, das einfach zwei verschiedene Gruppen sind. Der eine will Fahrzeug testen, er will was Neues sehen und der Kongressteilnehmer, der was rein das Forum anbelangt, der will einfach dort netzwerken, der will das Neueste in diesen Bereichen erfahren. Wir haben es auch visuell sehr stark getrennt, wir sehen es bei unserem neuen Key-Visual. Wir haben auch den Schritt gewagt in die Internationalität. Das Forum heißt das Second World Mobility Forum, um auch wirklich über die Grenzen hinaus Leute anzusprechen, vor allem Speaker anzusprechen. Wir haben im kommenden Jahr sehr hochkarätige Speaker wieder am Start, auch aus anderen Ländern. Wir haben ein 12-köpfiges internationales Kongressboard jetzt am Start, wo Professoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich monatlich treffen und über den Kongress sich austauschen und auch das Programm machen. Also man sieht schon auch und man muss sagen, diese Leute machen das alles mehr oder weniger ehrenamtlich. Das heißt, da ist großes Interesse da, da ist großes Interesse an Zell am See da, weil natürlich Zell am See, Kaprun eine Region ist, wo man das ganze Thema sehr ehrlich spielen kann. Wir haben ein sauberes Wasser, wir haben eine saubere Luft, wir stellen die Energie selber hier in der Region her. Wir haben den Tourismus, also kaum eine andere Region hat die Möglichkeit, das Thema Elektromobilität und auch im weiteren Sinne das ganze Thema Mobilität ehrlicher spielen und herzeigen zu können als wir. Vielleicht noch eine Frage. Hat sich aus dem Kongress heraus etwas entwickelt, wo man sagt, es ist eine Idee entstanden im Umfeld des Kongresses, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde? Ich glaube, im Rahmen des Kongresses ist ja das mit der Lastendrohne dann bewilligt worden, dass es auch Flüge damit geben darf, auch in nicht einsehbare Regionen. Naja, das Thema Flug ist insofern sehr spannend, als dass es wirklich ganz extrem viel Entwicklung gibt. Nicht nur weltweit, sondern auch in Österreich. Die EVCC zum Beispiel in Oberösterreich, die stellt diese Drohne her, die momentan in Dubai schon fliegt und die bei einem großen Kongress 2020 tatsächlich schon Personen transportieren will. Das heißt also, dass wir schon auch eine Plattform sein wollen, wo sich das Who is Who der Elektromobilität sozusagen trifft in Zell am See. Und für uns natürlich ganz, ganz wichtig, wir sehen uns schon auch in der Rolle, dann auch in die Umsetzung gehen zu können. Das Thema Lastendrohne, Bewilligung ist jetzt übertrieben, aber wir sind da im starken Austausch mit der FA Joanneum in Graz, die jetzt eine Teststrecke bewilligt bekommen haben und wir eben das Ziel haben, eine Teststrecke für die Lastendrohne bei uns im Pinzgau zu bekommen, wo es dann wirklich um das Thema Belieferung Hütten geht, aber das Ganze komplett autonom, also sprich autonomes Beschicken, autonomes Entladen, autonomer Flug, ist sicher ein sehr hochgestecktes Ziel und das dauert natürlich, das ist immer ein Prozess, aber wir wollen natürlich auch mit verschiedensten anderen Projekten gemeinsam mit der Gemeinde und mit dem Tourismusverband auch in die Umsetzung kommen und nicht nur unter Anführungszeichen gescheit darüber reden. Die Broschüren liegen auf, der Termin 17. bis 19. Juni und 21. bis 23. Juni 2019, die nächste Ionica. Danke, Sebastian Fitzdom. Dankeschön. Ja, ich freue mich jetzt auf die Podiumsdiskussion Mobilität im Tourismus, Fluch oder Segen. Und ich darf am Podium recht herzlich begrüßen oder aufs Podium bitten Magister Renate Ecker, Geschäftsführerin Tourismusverband Zell am See Kaprun, den Bürgermeister Peter Badurek, Bürgermeister der Stadt Zell am See, Peter Grett, Herausgeber das mobile Magazin für die Tourismusbranche, Inhaber der Agentur Touremo, Walter Steiger, Geschäftsführer EcoDrive und Kurt Siegel, Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität in Deutschland. Meine Herren, ich darf Sie auf die Bühne bitten und natürlich meine Dame, herzlich willkommen.
Ja, eigentlich heißt es Ladies First, aber ich darf mit dem Kurt Siegel beginnen, Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität Deutschland. Heute die weiteste Anreise, glaube ich, von Ingolstadt hergekommen. Herr Siegel, ich habe mehr oder minder aus Ihrem Kurzlebenslauf herausgelesen und da schreiben Sie, man muss machen, nicht nur reden. Es ist bereits 11:55. Die Hemmschwelle muss überwunden werden. Es ist jetzt Zeit zum Handeln. Und wir haben ja gestern kurz miteinander telefoniert über die Fragestellung, gesagt, fragst mich, was ich wollen. Wir haben uns eh schon die Hörner abgestoßen. Das heißt, Sie müssen im Rahmen der E-Mobilität viel erlebt haben. Wenn es 11:55 ist, können wir das noch aufholen? Das ist die beste Frage. Ja, erstmal danke für die Einladung hierher. Es ist immer wieder eine Freude, nach Zell am See zu kommen. Ich bin ja da gar nicht so weit weg, auch lange Zeit meines Lebens aufgewachsen im schönen Tirol, in St. Ulrich am Pillersee. Man merkt es ja an meinem Dialekt, dass ich nicht unbedingt Berliner bin, wo der Verband natürlich sitzen muss in Deutschland, sondern auch gestandener Bayer und Tiroler. Zum Thema, ja, wir haben uns die Hörner abgestoßen und es war ja wunderbar, was der Sebastian gerade gesagt hat. Wir haben es auch 2010 versucht zu beginnen. Wir haben es auch gemacht, aber es waren, ich möchte jetzt mal sagen, 7 Jahre dicke Bretter bohren. Und zwar extrem dicke. Und das hat natürlich speziell in Deutschland auch damit zu tun, dass es dort eine Automobilindustrie gibt, die nicht unbedingt begeistert ist, sich diesem Thema anzunehmen. Und was das Ergebnis ist dessen, wenn man sich nicht mit Zukunft beschäftigt und sich nicht damit befasst, das haben wir jetzt direkt vor der eigenen Haustür, in meiner eigenen Heimatstadt Ingolstadt. Ich bin dort offiziell im Stadtrat erklärt worden, vor 2 Jahren, oder 3 ist es jetzt her, zur Persona non grata, weil ich bin ein Querkopf, der diesem Unternehmen Schlechtes will. Das will ich definitiv nicht, weil ich bin Ingolstädter, wir haben 2 Kinder, einen Max und einen Moritz, die haben eine Zukunft vor sich, wesentlich mehr als ich persönlich. Und mir ging es immer nur darum, das Thema zu treiben, um den Anschluss nicht zu verlieren, weil durch die vielen Reisen, die ich gemacht habe in den letzten 10 Jahren zum Thema neue Mobilität und Elektromobilität, haben mir gezeigt, die Welt schläft nicht, auch wenn wir mal 7 Stunden schlafen. Und jetzt haben wir die Quittung. Jetzt geht es einem Unternehmen derzeit gar nicht so gut, nämlich dieses Unternehmen, das da in Ingolstadt angesiedelt ist. Und jetzt ist es wirklich nicht 11:55, es ist eher 10:55, weil jetzt geht es wirklich ans Eingemachte und die Leute spüren das, die Stimmung ist hundsmiserabel. Und da geht es nicht nur ums Auto, sondern da geht es um viele andere Dinge, da geht es um Entwicklungen im autonomen Fahren, wir haben gerade über Fliegen gesprochen. Das ist alles keine Utopie mehr. Man fliegt bereits mit Drohnen in Dubai und nicht nur in Dubai, sondern in Shanghai und was weiß ich wo überall. Und es gibt erste Menschen, die mieten auf großen Industrieunternehmen oder auf Hotels Dachflächen an, jetzt schon, um die später für die Drohnen, also für die Flugtaxis, als Landefläche nutzen zu können und die dort wieder anmieten zu können. Und alles das ist keine Utopie mehr. Ich muss immer so viel grinsen, wenn ich immer höre, ja, bis das alles kommt, Herr Siegel, und das ja, in 10 Jahren und na, tut mir leid, es gibt alles und wir müssen nichts mehr neu erfinden. Wir haben es bereits. Ich möchte gerne das Rad der Zeit zurückdrehen, Herr Siegel, weil Elektroautos gibt es schon seit 1881 und zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir die Elektroautos dominiert. Da haben die Verbrennungsmotoren waren nur zu 2% und die Elektromotoren waren zu 38%. Nur was ist in dieser Zeit passiert? Warum ist es stecken geblieben? Das erste ist, der Tod des damaligen Elektroautos war der elektrische Anlasser. Bis dahin musste man die Dinger ja ankurbeln und plötzlich kam der elektrische Anlasser und das Ankurbeln war nicht mehr notwendig. Das war die eine Geschichte. Die zweite ist natürlich auch ganz klar, die Akkugeneration damals, also Batterien, waren natürlich nicht der Standard, den wir heute haben. Und ich kann mich gut erinnern, auf einer der ersten großen Veranstaltungen in Deutschland vor ungefähr 9 Jahren, auf einer Messe, die hieß damals EKTEC, heute heißt sie eMove, ist inzwischen eigentlich mehr Branchentreff als Messe. Da habe ich mal den Satz gesagt, die Akku-Energiedichte wird sich in den nächsten 5 bis 6 Jahren verdoppeln und das Gewicht erheblich parallel reduzieren. Und an diesem Tag war ich mir nicht ganz sicher, ob ich dann Tomaten oder Eier um die Ohren kriege. Fakt ist, genau das ist passiert.
Wenn Sie sich heute als ganz einfaches Beispiel einen Renault Zoe nehmen, der in der ersten Generation gestartet vor circa 5-6 Jahren in diesem Auto 22 Kilowattstunden Batterie-Package hatte, hat das gleiche Auto jetzt auf dem gleichen Bauraum 42. Und das sind halt keine Bleigel-Akkus mehr, wie wir es in den 1920er Jahren hatten, sondern das sind halt hochmoderne Lithium-Eisenphosphat-Akkus oder andere, die es da halt so gibt. Und der Akku ist auch noch nicht längst am Ende der Fahnenstange entwickelt, das mal ganz nebenbei. Und man sieht es an den Reichweiten der Fahrzeuge. Und da gehen wir mal auf die meiner Meinung nach größte Erfolgsgeschichte der E-Mobilität ein, nämlich das E-Bike. Wer hätte da vor 15 Jahren gedacht, als es losging, oder 12 Jahre ist es ja so ganz langsam, wo die Dinger mal so mit Zusatzantrieb 30 Kilometer geschafft haben, dass wir heute so weit sind, dass man mit so einem E-Bike easy going 100 Kilometer fahren kann und mehr. Die Entwicklung ist aber längst nicht Ende der Fahnenstange. Da gibt es ja dann immer sofort die lustigen Kritiker, die da kommen und sagen, ja, und die ganzen seltenen Erden und Kobalt und was weiß ich. Wunderbar, ich finde das immer so toll, dass es immer Menschen gibt, die sofort irgendwelche Haare in der Suppe finden, anstatt einmal darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch nicht so ist, dass sich Erdöl ja, von alleine in den Tank eines Autos verflüchtigt, sondern auch dazu ist Energie notwendig. Und die Herstellung von einem Liter Sprit kostet 1,6 Kilowattstunden Strom, das mal ganz nebenbei bemerkt. Das heißt also, wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Wir können uns es einfach nicht mehr leisten, das zu ignorieren. Wir haben es eh schon lang genug ignoriert und jetzt kommt es halt in allen Ecken und dann geht es ja noch wesentlich weiter zur intelligenten Mobilität, zum intermodalen Ansatz, zur intelligenten Verbindung der einzelnen Verkehrsträger. Aber da werden wir heute Abend noch eh viel dazu hören, gehen wir davon aus. Genau so ist es. Vielen Dank, Herr Siegel, einstweilen und ich darf das Thema E-Bike aufnehmen, darf dazu Peter Kretz gehen, Gründungsmitglied des Bundesverbandes E-Mobilität und seit Ende September 2018 ist er Herausgeber des Touremo-Magazins, das erste elektromobile Online-Medium speziell für die Tourismus- und Gastgewerbebranche. Ich habe einen Aufsatz bei Ihnen auf der Plattform gelesen und wo Sie auch über das E-Bike berichten, dass das E-Bike eigentlich vom Rentner-Vehikel zum imageträchtigen Lifestyle-Produkt sich entwickelt hat. Das sieht man sehr, sehr, wie sich Elektromobilität positiv entwickeln kann. Auf der anderen Seite haben wir Rentner, entschuldigen, wenn ich das jetzt einfach so salopp sage, die vielleicht die körperliche Eignung nicht haben, auf Berge hinaufkommen und zum Teil auch überfordert sind. Ist das das Ziel, was oder auch ein Nebengeschmack, was mit dazukommt? Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit geben, zum Thema E-Bike was zu sagen, denn ich bin ja ein Selbstbetroffener und jetzt nicht als Rentner, das vielleicht auch bald, aber als jemand, der diese ganze Entwicklung von Anfang an miterlebt hat. Man muss den lieben Kurt ein bisschen korrigieren. Ich habe Ende der 90er, das war 97, eine Firma gegründet, in der wir E-Bikes gefertigt haben. Neben Saxo und Hercules waren wir einst die Ersten in Deutschland. Und wir waren auf diversen Messen und haben all diese erlebt, was Sie auch gerade angedeutet haben. Es war nach dem Motto, ich bin noch jung und fit und du kannst mich mal in 30 Jahren ansprechen und dann interessiert mich sowas. Also man hat sich richtig gehend geschämt. Die Entwicklung ging dann insoweit weiter, dass ausgerechnet die Niederländer, die eigentlich nur gegen den Gegenwind anzukämpfen hatten, die hatten dann 3 Jahre Vorsprung. Und die Schweizer, weil in der Schweiz die Helmpflicht erst ab 35 beginnt, die waren dann eben nicht in der EU. Und um das abzukürzen, es hat sich niemand interessiert, weder für unsere Produkte noch die von Sachs und Hercules. Aber wir haben uns halt dann spezialisiert auf die Briefzusteller, also die Royal Mails und La Post und Deutsche Post, die wir dann mit unseren Fahrzeugen ausgestattet haben. Wir waren zu früh und es gab noch keine Lithium-Akkus, die technische Entwicklung war noch nicht so weit. Aber warum dieses Fahrzeugsystem, heute so das Vorbild sein kann für e-mobile Entwicklungen, lässt sich ganz einfach erklären aus dem Motto unseres Abends. Nämlich genau die Leute, die gesagt haben, ich bin doch noch jung und fit und ich brauche doch sowas noch nicht, die haben dann im Urlaub gesehen, Mensch, hoppla, es gab ja so wie Caloveo in Österreich, Velo Vital, Movelo,
Es gab ja Dienstleister, die ganze Regionen ausgestattet haben und die der Hotellerie und dem Tourismusmanager gesagt haben, biet doch keinen Gästen mal sowas an. Das haben sie zu Hause nicht. Und die haben dann gesehen, Mensch, es kommen schon wieder welche vorbei. Und hier sieht uns keiner, hier müssen wir uns nicht schämen, jetzt setzen wir uns mal drauf. Mein Hotelier bietet es mir jetzt auch an. Und dann sind die zurückgekommen mit dem berühmten E-Bike-Smile und haben festgestellt, hoppla, uns ist es jetzt egal. Also wir schaffen uns sowas einfach an. Und damit hat sich das Image einer ganzen Produktgruppe peu à peu gewandelt. Die Produkte sind besser geworden. Und als wir damals auf dem Markt waren, haben wir in Deutschland in Summe 12.000 verkauft. Wir gehen jetzt an die 780.000 hin. Wir haben einen Bestand von 3,5 Millionen. Und das ist das, was mich ermutigt hat, um das vielleicht gleich noch abzurunden. Dann vor 4 Jahren, als ich mit meinen Partnern, die wir die Dinosaurier sind der Immobilienentwicklung in Deutschland. Wir waren also, wie gesagt, schon über 24 Jahre jetzt in dem Thema. Wir haben uns auslachen müssen, lassen müssen, wie der Kurt Ziegel eben auch. Man hat nur noch Kopfschütteln übrig gehabt, aber es ist einfach so, dass wir jetzt uns vor 4 Jahren die Entscheidung stellen mussten, das Thema ist so ausdifferenziert. Ich habe Technikpartner, die kennen sich in jedem Bereich aus, von Akkutechnik über alle möglichen Fahrzeugsysteme. Ich nicht, ich bin nur der Außenminister. Aber wir mussten uns konzentrieren und wir haben lange überlegt, wir haben das Buch über E-Bikes und Pedelecs geschrieben, habe ich zusammen mit Hannes Neupert und Werner Köstler gemacht. Gehen wir wieder in die E-Bike-Sachen zurück, konzentrieren wir uns auf Autos. Wir haben ja in 20 Jahren auch zur Automobilwirtschaft enge Kontakte aufgebaut, zur Ladetechnologiewirtschaft und haben dann gesagt, nein, wir konzentrieren uns nicht auf eine Produktgruppe, sondern auf einen Zielmarkt. Und zwar den Zielmarkt, den wir aus eigener Erfahrung kannten, nämlich den touristischen, weil nämlich genau der das ist, der den Menschen diese Fahrerlebnisse vermittelt. Und das Fahrerlebnis ist der Schlüssel zu allem. Sie können sich stundenlang mit Leuten auseinandersetzen und diskutieren über E-Mobilität. Wer das Fahrerlebnis hinter sich hat, ob im Auto, auf Bikes, auf Rollern, Motorrädern, mit dem reden Sie ganz anders. Und das ist der Schlüssel. Und wo haben die Leute Lust und Spaß und Neugierde, mal was Neues auszuprobieren? Nicht im Alltagsstress, nicht wenn der Händler im Genick sitzt, sondern im Urlaub. Und deswegen haben wir, glaube ich, für uns als Agentur auch die richtige Entscheidung getroffen und gesagt, wir beraten Tourismusregionen, wir beraten Hersteller, wir beraten Hotelgruppen und wir machen nebenbei dann eben auch noch Magazine. Und es war die richtige Entscheidung. Und dass es heute so zu diesem Thema einen Abend gibt mit vielen Gästen, das ist ja auch nur eine Bestätigung. Ja, Sie schreiben auch in dem Artikel, nur wenn es gelingt, Menschen am besten im Urlaub, wo sie aufgeschlossen sind, Neues zu probieren und dafür auch Zeit zu haben, zu animieren, sich auf oder in Stromer aller Art zu setzen, werden wir es schaffen, die möglichen Käufer emotional zu berühren. Autokauf ist ja was. Also wenn Sie immer sagen, wir kriegen immer 1000 gute Gründe um die Ohren gehauen, warum das mit der Elektromobilität nicht hinhauen kann. Und es ist ja an allem ein bisschen was dran. Allerdings muss man auch mal medial und politisch sagen, es wird immer wieder der gleiche Mist verzapft, auf Deutsch gesagt, und einer plappert dem anderen den größten Unsinn nach. Also da ist auch noch sehr viel Informationsdefizit. Aber natürlich gibt es rationale Gründe, aber es gibt auch ganz viele rationale Gründe, nicht mit einem 2-Tonnen-SUV in der Stadt rumzufahren. Da kann ich Ihnen auch viele aufzählen, von Parkplatznot bis was weiß ich alles. Aber die Leute tun es trotzdem, weil Autokauf und Fahrzeugkauf was Emotionales ist. Und das entscheidet nicht allein der Kopf, sondern eben auch das Herz. Und das bietet ja Elektromobilität ein Höchstmaß an emotionaler Komponente durch die Beschleunigung, durch dieses lautlose, kontemplative Dahingleiten. Das macht es ja aus. Und nur wenn ich den Leuten diese Erlebnisse vermittle, kann ich mit ihnen auch die rationalen Gründe, die dafür oder dagegen sprechen, vernünftig abwägen und vernünftig diskutieren und nicht erst gegen so eine Barriere kämpfen. Deswegen, wenn Leute zu uns kommen, wenn wir an Diskussionen teilnehmen, wir machen das nie ohne E-Fahrzeuge dabei zu haben, gesagt, fahrt erst mal eine halbe Stunde und danach reden wir über E-Mobilität. Wenn man sich die Elektromobilität anschaut, da haben die Frauen eine sehr starke Rolle gespielt. Bei den Elektroautos war es ja auch so, dass die sauberer sind, bei den anderen hat man kurbeln müssen, Benzin, Öl geschmiert, alles. Müsste man die Frauen mehr forcieren für die Elektromobilität, sie mehr einsetzen, weil sie rationaler denken? Muss man gar nicht. Muss man gar nicht, die sind schon auf dem richtigen Trichter. Wenn man sich die Befragung anschaut, wer
Gerade auch in der, im Bereich Tourismus-Hotellerie, wenn Sie sich mal anschauen, wir haben mit den Hotelketten sehr viel zu tun. Ich kenne eigentlich nur zwei Pressesprecher von Hotelgruppen, die männlich sind. Und die hohe Affinität in dem Bereich rührt ja davon, dass an diesen Stellen eben auch Frauen unterwegs sind. Es gibt auch andere Untersuchungen. Frauen haben einen sehr viel pragmatischeren Ansatz. Wenn ich auf Probefahr-Events bin und ich wäre ja weltweit eingeladen, irgendwelche neuen E-Autos und auszuprobieren, wenn Sie die Männer betrachten, die reißen erstmal die Motorhaube auf und wollen dann schauen, was da drin ist und wie das funktioniert. Frauen machen die Heckklappe auf und schauen, wie hoch die Laderampe ist und wie sich die Materialien anfühlen. Da wird haptisch, da wird ganzheitlich Auto erlebt. Und das ist ja auch der Grund, warum dann Frauen einfach einen ganz anderen, sehr pragmatischen, und vor allem, es ist den Frauen halt einfach auch nicht so wichtig, wie das nach außen wirkt. Und da gibt es halt natürlich schon es gibt halt noch so Dinosaurier unter den Männern, die sich über Auto und Autobesitz definieren. Das lässt alles nach. Ich komme aus einer Großstadt, München. Wenn ich heute die jugendlichen Kinder, jungen Erwachsenen anschaue, denen ist Autobesitz. Die sagen Auto ja, wenn ich es brauche, aber dieser Imagefaktor, den es noch auf dem Land gibt und in anderen Regionen gibt, der ist längst weg. Und deswegen ist es eigentlich natürlich, dass ich würde fast sagen, dass 70% derer, die sich wirklich explizit für E-Autos interessieren, Frauen sind. Und wenn sich mal der Kurt sprach den Renault Zoe an, es gibt einen Blog, es gibt eine Fahrer-Community und wird von einer Frau geleitet. Und wenn Sie mal schauen, wie viele Frauen da drin sitzen, dann brauchen wir da gar nicht mehr groß diskutieren. Da können sich die Männer eine große Scheibe abschneiden. Dann würde ich sagen, dann geben wir das Mikrofon doch einer Frau, wenn sie schon angesprochen ist. Frau Magister, als Tourismusdirektorin, der Gret hat jetzt angesprochen, dass gerade im Urlaub hat man die Muße dafür, für Veränderung zu sorgen, nachzudenken, dem Stress zu entfliehen. Und was prädestiniert die Tourismusregion Zell am See Kaprun für die Elektromobilität? Sie haben ja die erste Ionica als Partner mitverfolgt. Ich habe Sie jeden Tag auch bei den Vorträgen gesehen. Sie waren sehr eifrig hier mit dabei. Was zeichnet die Tourismusregion aus? Ja, von meiner Seite auch an alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Und ich greife jetzt ein bisschen die Worte auf vom Sebastian Fitztum. Wir haben dieses Thema oder die Präsentation hatten wir im Tourismusverband 2010 schon mal bekommen. Und ich habe mir die Unterlagen sehr gut aufgehoben. Also die sind nicht irgendwie, so wie es bei manchen Unterlagen passiert, einfach dann in den Müll gewandert, sondern es war damals einfach noch nicht die Zeit dafür. Das ist richtig. Und ich bin dann schon sehr dankbar, dass 2016 ist dann ein neuer Anlauf hier gestartet worden, das uns dann nochmal präsentiert worden ist. Und da haben wir dann, sicher gibt es immer ein paar, die das nicht gleich mit so viel Begeisterung sehen, aber wir haben dann aus Tourismusverband gesagt, das ist das Zukunftsthema schlechthin. Elektromobilität, Faszination, und das wollen wir unterstützen und das werden wir auch unterstützen. Warum? Weil es ist einfach diese Kombination zwischen dem Kongress, also wir haben ja hier das tolle Kongresscenter und dann, dass wir hier das, was in der Theorie besprochen wird, wissenschaftlich abgehandelt wird, man in der Praxis testen kann und vor allem, das geht es ja nur bei uns, dass man das zu Wasser, zu Erde und zu Luft testen kann, weil wo gibt es die Möglichkeit, so nah beieinander diese drei Elemente dann auch zu testen. Insofern hat uns das Konzept, das etwas abgeänderte Konzept von 2010 sehr, sehr gut gefallen und wir haben eben gesagt, unbedingt absolute Unterstützung, weil das ist ein Zukunftsthema. Wir sind eine Tourismusdestination, für viele, die es nicht wissen, wir sind ja eigentlich auch ein Kurort, das heißt, unsere aller Aufgabe sollte es sein, hier auch die Luft, die Natur, das Wasser hier zu schützen und zu erhalten, das Besondere, das Schöne, das wir hier in der Region haben. Und wenn wo nicht hier in Zell am See Kaprun, würde genau so ein Elektromobilitätskongress sehr gut passen. Also wir sind davon überzeugt und es ist auch letztes Jahr bewiesen worden, dass wir hier die besten Voraussetzungen haben mit dem Kongresscenter und eben mit der Kombination, wo dann auch hier die Praxismodelle getestet worden sind, was wir ja letztes Jahr gesehen haben, sehr, sehr gut angekommen ist. Also wir haben gesagt, wir unterstützen das. Sehen das aber, ich lasse absichtlich die Stimme oben, als Anstoß. Und ich schaue da jetzt auch ein bisschen Richtung Gemeinde rüber. Wir haben hier, und das sehe ich schon
hier dringenden Handlungsbedarf in vielen Bereichen, was hier einfach auch die Entwicklung betrifft, nicht nur einen solchen tollen Kongress zu unterstützen, sondern es geht ja auch um weitere Entwicklung. Es geht um die angesprochenen E-Bikes, es geht um die Anreise, es geht um, wir haben nächstes Jahr eine neue Mobilitätskarte, wir haben hier viele, viele Punkte, ein ganzes Maßnahmenbündel, das wir hier in der Region zum Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit umsetzen wollen. Und wir sehen hier den Kongress als guten Anstoß und aus Faszination Elektromobilität, Speerspitze in unseren ganzen Events. Das war der Anstoß, um hier weitere Themen auch in der Region abzuwickeln. Darf ich nur nachfragen, die Mobilitätskarte, was beinhaltet die oder was kann man dann mit der, wenn man die hat? Ja, also wir haben ja gesagt, wir wollen ein gesamtes Maßnahmenbündel diesem großen Thema hier umsetzen. Erste große Säule, und das wir auch sehr hochfinanziell unterstützen, ist die Ionica selbst. Dann wird es natürlich weitere Entwicklungen geben, was das Thema Elektromobilität geht, E-Bike, Carsharing. Aber ein weiterer sehr großer Schritt ist uns bereits für nächstes Jahr gelungen, das ist die Mobilitätskarte. Was bedeutet das? Wir können ab nächsten Mai, den gesamten Sommer, also wirklich hier 6 Monate lang, alle unsere Gäste kostenlos in den gesamten Region, sprich nicht nur Zell am Seckerbrunn, sondern auch im gesamten Pinzgau transportieren. Und ein großer Schritt ist uns hier gelungen, dass das nicht nur die Postbusse sind, die bei uns in der Region fahren, sondern auch sämtliche ÖBB-Anschlüsse. Und wir haben bei uns hier die Pinzgauer Lokalbahn, die kann auch mit dieser Mobilitätskarte kostenlos genutzt werden. Gerade heute habe ich noch einen weiteren Schritt hineinverhandeln können, auch die letzte Meile, weil wir wollen ja auch grundsätzlich schauen, dass schon wesentlich mehr unserer Gäste mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das heißt, da geht es um die Bahnanreise. Und auch hier haben wir es geschafft, dass wenn der dann ankommt am Bahnhof, nicht das erste Ticket zahlen muss, sondern sogar auch hier gleich, obwohl er das Ticket noch nicht in der Hand hat, mit einem Vouchersystem dann schon zur Unterkunft fahren kann. Also das ist auch alles inkludiert. Also wirklich 3 große Leistungspartner für eine riesengroße Region, den gesamten Pinzgau, bei uns in Zell am Seckerbrunn für alle Gäste und das den gesamten Sommer. Also das war, glaube ich, wirklich ein großer Schritt, auf den wir sehr stolz sind. Sie haben ein zweifaches Klientel, einerseits die Gäste, die zu Ihnen kommen, aber auch die Tourismusbetriebe, die Sie zu vertreten haben. Sie haben jetzt schon die Mobilitätskarte angesprochen, also der Gast bekommt doch einige Benefits und kann die Elektromobilität nutzen. Was können Sie aber jetzt den Tourismusbetrieben anbieten, beziehungsweise was wünschen Sie sich von Ihnen, was Sie den Gästen anbieten können? Ja, also da ist natürlich auch die Ionica ein Anschub sein, weil wir haben ja im Rahmen der Ionica auch einzelne Vorträge für unsere Hoteliers, für die gesamten Beherberger gemacht, wo verschiedenste Möglichkeiten angeboten worden sind, bis hin Gespräche mit der Salzburger AG und sonstigen Partnern zu tätigen. Es ist dann auch ein Gutscheinsystem für die Hotelpartner hier ausgeteilt worden. Da sind wir mit den Umsetzungen noch nicht ganz so zufrieden. Also da wäre natürlich der Wunsch des Tourismusverbandes, dass hier mehr Hotelpartner auch auf das Thema hier aufspringen. Ich habe gerade gestern am Abend bei der Weihnachtsfeier wieder sehr interessante Gespräche geführt und ich bin da immer sehr lästig und spreche einzelne Hoteliers dann auch an, sage ich, wieso hast denn du noch nichts umgesetzt und nur das Starkstromkabel zu legen ist jetzt nicht wirklich die Lösung. Und waren auch die Herren von der Salzburger AG anwesend, also da dürfte es Kommunikationsschwierigkeiten gegeben haben und so sehe ich uns auch als Tourismusverband, als Bindeglied, gemeinsam mit dem gesamten Team, mit den 12 Leuten von der Ionica, hier wirklich wie ein Priester durch das Land zu gehen und das Thema zu predigen. Muss man in Einzelgesprächen machen, aber natürlich ist das der Wunsch, dass auch unsere einzelnen Hotelbetriebe nicht nur Ladestationen für die E-Bikes haben, sondern auch natürlich für die Elektromobilität. Hier
Packages anbieten, die letzte Meile bereits auf der Website mit dem gesamten Mobilitätskartenangebot anbieten und, und. Aber da werden wir noch lange wie ein Priester unterwegs sein müssen und das wird sicher auch ein bisschen dauern, aber um Ihre Worte zu wählen, es ist dringender Handlungsbedarf. Es ist 11:55, wir müssen hier ganz schnell agieren. Ganz schnell. Ich lasse Sie noch nicht ganz aus. Im aktuellen GEO gibt es auch einen Bericht über Elektromobilität und den Tourismus. Und da gibt es eine Statistik, die besagt, dass der tägliche Skitagestourismus in den großen Skigebieten erzeugt ca. 25% CO2-Belastung in der Region. Also wenn jetzt Zell am See, Kaprun als Kurregion, als Tourismusregion, da müssten ja auch die Alarmglocken schrillen, dass ich sage, ich möchte einen unter Anführungszeichen sauberen Gast hier haben, der auch sauber hier anreist, um einfach die Luftgüte hochzuhalten. Ja, richtig. Und deswegen, wie zuerst nur kurz erwähnt, sehen wir es viel weiter. Also nicht nur hier die Mobilität oder den Verkehr in der Region zu reduzieren, sondern uns geht es auch sehr viel, eben die Gäste bereits mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier in unsere Region zu bringen. Wir wissen, in vielen großen Städten 70%, zum Teil 80%, habe ich letztens gelesen, Stuttgart, die haben kein Auto mehr. Ja? Also da geht es um die öffentliche Anreise. Wir sind auch hier wieder prädestiniert, also wir in Zell am See haben direkt den Bahnhof in der Stadt, was kann uns Besseres passieren, und wir nehmen das in die Werbung auf. Wir haben ganz intensive Kooperationen mit der ÖBB, mit der Deutschen Bahn, wir haben richtig große und lange Werbestrecken mit diesen Partnern gemacht, also nicht nur im Print, sondern Online-Bereich, die ganzen großen Bahnhöfe wie in Wien, Westbahn und der Neue Bahnhof sind plakatiert mit diesen Angeboten. Es geht sogar so weit, dass wir es geschafft haben, dreimal den Railjet nach Zell am See zu bekommen. Das ist jetzt eine super bequeme Anreise, leider derzeit nur Freitag, Samstag, Sonntag würden wir uns noch öfters wünschen. Wir verhandeln auch gerade mit der Deutschen Bahn, dass so wie es wir jetzt mit dem Railjet aus Wien geschafft haben, wir auch gute Zugverbindungen aus Deutschland schaffen und. Also viele Aktivitäten, aber man muss in der Region auch dem Gast wesentlich mehr im Winter die Möglichkeit geben, das Auto stehen zu lassen. Derzeit ist das Skibus-System noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Manche sprechen hier noch von Fleischtransporten, da müssen wir noch etwas verbessern. Aber auch hier sind wir dran, zum Beispiel in Kaprun ist es jetzt so, mit dem neuen Skigebietszusammenschluss Maiskogel-Kitzsteinhorn haben wir ein neues Kaprun-Center geschafft mit 2000 Skidepot-Stellplätzen. Das heißt, das Ziel soll sein, der Gast kommt an, lässt die ganze Woche das Auto stehen und kann sich wirklich zu Fuß im Ort, in der Region bewegen, mit Skibus, mit dem komfortablen Skidepot bereits bei der Talstation. Also auch hier bedarf es viele Schritte, Maßnahmenbündel, um die Servicequalität auch in der Region dann zu verbessern. Dann darf ich gleich zum Bürgermeister kommen, zu Peter Badurek. Herr Bürgermeister, Sie waren auch mit Feuereifer bei der ersten Ionica mit dabei. Ich sage mal, Sie waren bei allen Vorträgen, waren Sie hier. Sie haben jetzt zustimmend genickt bei den Ausführungen von der Tourismusdirektorin. Die Ionica als Europas größte Elektromobilitätsmesse ist ja auch für einen Bürgermeister eine gewisse Herausforderung. Also Zell am See auch so zu präsentieren als Mittelpunkt Europas für die Elektromobilität, da müssen ja viele Faktoren stimmen, damit das so sein kann. Danke für diese Herausforderung, also, die du gerade erwähnt hast. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Es war eine große Herausforderung, dass die erste Ionica mal stattgefunden hat. Und es war eine wichtige, ich glaube auch für die gesamte Branche. Man hat gerade in der Diskussionsrunde, die da war, gesehen, was nicht alles eigentlich zusammen funktionieren muss, damit es auch wirklich langfristig umgesetzt werden kann. Also die Diskussionen, die da stattgefunden haben, die in der Szene, da erlaube ich mir einfach einmal zu sagen, die waren ganz wichtig. Denn so wie wir schon gehört haben vom Kurt, da müssen viele Partner mitspielen, damit man ganz einfach erfolgreich das umsetzen kann. Und wir müssen es umsetzen für unsere Kinder und Kindeskinder, da bin ich ganz deiner Meinung. Wir haben es genauso gehört, die Emotion, die überall mitspielt, man muss spüren, also wie toll es ist, wenn man mit diesen
E-Mobilen fährt, wenn man mit den E-Bikes auf Berge hinaufklettern kann. Es bringt die Freiheit, die schlussendlich der Individualverkehr und die Motorisierung einmal gebracht hat. Die hat uns auch die Gäste gebracht. Und wir haben die Umsetzung, dass wir wieder sagen müssen, okay, wie schaffen wir es, diese Massen an Gästen, die wir durch Europa jedes Jahr transportieren, sommers wie winters, schlussendlich dann auf eine gesunde Art herbringen. Und dazu, glaube ich, war diese Diskussion und diese Ionica ein erster guter Schritt und gehörten viele weitere Schritte gesetzt. Wir dürfen einfach geschichtlich auch nicht vergessen, seit 143 Jahren, 1875 mit der Eisenbahn, hat bei uns der Tourismus begonnen. Es haben die Erschließungen der Alpen begonnen, im Sommer zuerst, dann die Skiclubs, die entstanden sind, die erste Gondelbahn, die 90 Jahre jetzt feiert, die Schmitten, wo wir auch gestern auf der Schmitten oben waren, dass die Leute die Freiheit gehabt haben, auf dem Berg kann man auch etwas genießen. Es war auch Emotion, die die Leute dann hergebracht hat. Und in den 50er Jahren das Reisen mit Autos nach Italien hinunter zuerst, ob es mit Vespas, Rollers oder dann Autos gekommen ist. Und heute fahren viele Menschen daher. Und da ist die Frage dann, wie können wir es so attraktiv gestalten? Die Railjets sind angesprochen worden, dreimal her. In der Schweiz gibt es den Gletscherzug und da fahren die Leute automatisch alle mit dem Zug aus Deutschland herein. Und wir werden ebenfalls prädestiniert als Salzburg und Tirol. Wenn ich dann sage, Salzburg, Schwarzach steigt es aus, aus Altenmarkt, die Gasteiner Gegend, dann Zell am See oder Kitzbüheler Gegend oder Kufstein und dann wieder Innsbruck und könntest zurückfahren. Die Angebote haben wir da. ÖPB auch einmal gesagt, hallo, können Sie mal das Produkt auch einmal schaffen? Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man hier dann die Leute von den Autos auf zur Eisenbahn bringt. Die Idee muss einmal sitzen und dann muss sie natürlich auch wieder rechnen. Es ist ja leider auch immer wieder der Faktor Geld mit. Und das spielt überall dann für die Leute die Rolle, dass man sagt, hallo, diese Individualität, die mit einem PKW, wenn sie herkommen, diese Freiheit, die sie da haben, das müssen wir ihnen vermitteln, dass das eher kompliziert ist, ein Auto daherzubringen, stehen zu lassen und dann wieder heimzufahren, dass es andere Mittel auch gibt. Und das wird die große Herausforderung sein. Wenn man eine Ionica ausrichtet und die Zell am See jetzt natürlich ja der Partner ist, die Stadtgemeinde, kommt man natürlich auch in die Lage, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und Sie sind ja auch, glaube ich, oft angesprochen worden. Was macht die Gemeinde Zell am See eigentlich für die Elektromobilität? Ja, das ist die große Herausforderung am Anfang gewesen. Es war ja auch von Seiten des Landes, gibt es eine Mobilitätsstrategie. Das heißt, jede Gemeinde hat einmal eine Ladestation, die haben wir schon vorher gehabt. Die ist dann auch schon veraltet gewesen. Wir haben also jetzt drei neue Ladestationen hinsichtlich der Ionica dann mit der Salzburg AG aufgebaut. Es sind auch einige andere, die noch in Gang sind. Wir haben bei uns einfach auch das Parken für alle mit einem grünen Kennzeichen und alle, die ein E-Mobil hat, auch einmal ermöglicht, dass man also hier auf den Kurzparkzonen ganz mal frei parken kann. Als Signal, dass es attraktiv ist und kostensparend dann natürlich auch, wenn man da parken kann. Auch natürlich ein paar Maßnahmen, die nicht so attraktiv sind, nämlich wenn am Freitag, Samstag beispielsweise dann halt das Parken frei war, dass man es auch wieder zurücknimmt, dass das was kostet. Es geht ja auch darum, dass man sagt, was ist nicht mehr so attraktiv, was ist attraktiv. Das ist nicht gerade unbedingt eine populäre Maßnahme, aber glaube ich auch ein wichtiger Schritt, den man da mal setzt. Und das nächste ist, dass man ganz einfach Carsharing-Modelle auch derzeit umsetzen und auch beim Wohnbau bei uns ganz einfach einmal auf die E-Mobilität schon aufbauen. Wir sind mit der ÖPB in Verhandlung, es wird der Bahnhof bei uns umgebaut, er wird etwas verkleinert, verändert. Dort wird dann einfach einmal Ladestationen für Autos, auch für E-Bikes dort sein und E-Carsharing-Modell wird dort dann eingeführt. Weil wir im Umkreis des Bahnhofes sehr viele öffentliche Gebäude haben, Finanzamt, Arbeitsmarkt, Service, auch die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft. Das heißt, hier ist die Möglichkeit, dass ganz einfach einmal Beamte und Beamtinnen ganz einfach einmal hier diese Timesharing- und E-Carsharing Modelle nutzen können und gleichzeitig in einem Wohnbaubereich, den wir haben, dort die Mieter das ebenfalls nutzen, dass man so E-Carsharing auf zwei verschiedene Beinen stellt, damit das ebenfalls einmal funktioniert, dass es angenommen wird. Weil bis jetzt funktioniert es meistens, weil es gefördert wird durch die öffentliche Hand. Es muss irgendwann aber auch dann von alleine stehen und da sind wir gerade dabei beim Umsetzen dieser Modelle. Die Zukunft der Ionica, das erste Jahr für Sie, war gut, ausreichend, ausbaufähig?
ausbaufähig ist alles, aber man kann in Sebastian, wir sind viel in Kontakt und den Alex da wirklich nur noch gratulieren, dass sie sich drüber getraut haben. Und es ist ja auch das Schöne, dass Einheimische sich drüber gewagt haben, dann schlussendlich die Unterstützung hier von einer gesamten Region bekommen haben. Und natürlich ist für uns auch das, und das war die Aufgabe, wir müssen viel lernen, weil ehrlicherweise als Gemeinde- und Tourismusverband, wir sind ja ganz einfach dann mit null Wissen ganz einfach einmal da und müssen dann sagen, wie sollen wir das umsetzen, was in einer Mobilitätsstrategie vom Land dann einmal dasteht, weil in Wirklichkeit weiß Land auch nicht, wohin möchte man gehen. Gefördert werden derzeit die Betriebe, nicht die privaten. Das heißt, da, wo fehlt der Mut, also dass man sagt, setzt man einmal großartig um und geht man das Ganze groß an. Aber wir wissen auch, dass die Automobilindustrie natürlich auch einmal da ein wichtiger Faktor ist. Viele Arbeitsplätze sind da dahinter. Und das sind jene Partner, die muss man ins Boot holen. Also je mehr du im Boot hast, desto einfacher ist dann die Umsetzung. Und dass sie richtig ist, darüber sind wir uns, glaube ich, alle klar. Er hat jetzt lange warten müssen, bis er drankommt. Walter Steiger ist heute